Fans, heute möchte ich euch ein ganz besonderes Tier vorstellen. Und zwar handelt es sich hierbei um den Scherax Distractor Vulcano. Der Scherax Distractor Vulcano kommt ursprünglich aus Australien. In Thailand wurde allerdings diese Farbform gezüchtet. Er ist einer der sehr großen Krebsarten, denn er kann eine Körperlänge von bis zu 20 cm erreichen. In Australien existiert eine blau-braune Wildform. Diese wird dort auch oft als Speisekrebs verwendet. Da er eben ein sehr großer Krebs ist, wird er sehr gerne gegessen. Allerdings in Australien isst natürlich niemand den Vulcano, weil er sehr, sehr schöne Farben hat und dort lieber als Haustier gehalten wird. Der Vulcano Distractor hat eine orangene Grundfärbung mit blauem bis lilanem Scherenmuster. Mit 20 cm Körperlänge, Ohren ohne Scheren gemessen, wird er beeindruckend groß und ist somit durch seine leuchtenden Farben auch in jedem Aquarium gut zu sehen. Einen Krebs kann man bereits ab 80 Litern halten. Für ein Pärchen sollte das Aquarium allerdings mindestens 100 Liter fassen. Das Aquarium sollte sehr gut strukturiert sein. Es kann mit Höhlen, Holz und Steinen ausgestattet sein. Damit die Krebse sich gut aus dem Weg gehen können, sollte mindestens immer eine Höhle mehr als Krebs im Aquarium vorhanden sein. Der Vulcano Yabbi ist ein friedlicher Flusskrebs. Er kann sehr gut mit Zwerggarnelen vergesellschaftet werden. Kleine bis mittelgroße Fische eignen sich auch, allerdings sollten Schleierflossen vermieden werden und Fische, die sich auf dem Boden aufhalten, wie zum Beispiel Antennenwälse oder Panzerwälse. Diese können im Problemfall angegriffen werden, eventuell im schlimmsten Fall auch gefressen werden. Flusskrebse sind Allesfresser, das heißt, sie fressen sowohl Pflanzenmaterial, Aufwuchs als auch proteinreiche Kost wie Schnecken, Muscheln oder eben auch mal Fische. Es wird alles gefressen. Australische Flusskrebse sollten niemals mit amerikanischen Flusskrebsen vergesellschaftet werden, da amerikanische Flusskrebse Überträger der Krebspest sind. Der Verlauf dieser Krankheit läuft in 99% der Fällen immer tödlich. Deswegen darf selbst das Wasser oder der Kescher oder Aquarienpflanzen nicht mit dem Wasser der australischen Flusskrebse in Berührung kommen. Die Krebspest ist eine sehr, sehr schlimme Krankheit, die auch unsere einheimischen Krebse befallen kann. Deswegen möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass solche Krebse niemals in die Natur entlassen werden sollten. Das Schöne an dieser Art von Krebsen ist, dass sie sehr aktiv sind. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase, in der sie eher nacht- bzw. dämmerungsaktiv sind, sind sie auch häufig tagsüber draußen zu sehen. Sie sind sehr aktiv und graben viel und man hat sehr viel Freude an den Tieren. Solltet ihr bei euch ein Pärchen halten wollen, ist es sehr gut möglich, dass die Tiere sich vermehren. Es kommt zu einer Paarung zwischen Männchen und Weibchen, bei der das Weibchen bis zu 400 Eier unterm Leib tragen kann. Die Tiere entwickeln sich unterm Bauch der Mutter und lassen nach, wenn sie fertig entwickelt sind, lassen sie langsam ab und leben dann ihr eigenständiges Leben. Dadurch ist es sehr wichtig, dass ihr zum Beispiel eine Schicht von Laub im Aquarium vorhanden habt, worunter sich die Tiere sehr gut verstecken können. Und dann ist es sehr gut möglich, dass sehr viele Jungtiere überleben. Diese kleinen Krebse sind am Anfang noch recht kannibalistisch. Deswegen müssen sie mit viel proteinreichem Futter gefüttert werden. Es kann passieren, dass sich einige Krebse untereinander fressen. Das ist ganz normal. Es ist sehr interessant, dass die Jungkrebse am Anfang viele tierische Proteine brauchen, wie Kleinkrebse, Garnelen, Muscheln oder Schnecken. Umso älter die Krebse werden, umso mehr steigen sie um auf pflanzliche Kost. Sie ernähren sich im Alter hauptsächlich von braunem Herbstlaub, Aufwuchs oder Pflanzenresten. Im Aquarium könnt ihr die Krebse auch mit Gemüse füttern, wie zum Beispiel Zucchini oder Gurke. Sie nehmen auch sehr gerne alle Arten von Blättern an. Dazu haben wir hier ein paar vorbereitet. Hier haben wir zum Beispiel die Seemandelbaumblätter. Die gibt es im Handel zu kaufen. Die sind von Seemandelbaum, die sind bereits getrocknet. Wichtig ist, dass die Blätter braun sind. Nach ein paar Tagen fallen sie entweder von alleine auf den Aquarienboden oder ihr könnt sie einmal kurz mit heißem Wasser überbrühen, dann sinken sie direkt nach unten. Dann haben wir hier noch einen Laubmix. Hier gibt es verschiedene Laubsorten in einer Tüte, zum Beispiel Eichenblätter, Buchenblätter, Birkenblätter, Brombeerblätter, Himbeerblätter und Haselnussblätter. Was ganz wichtig ist, ist braunes Herbstlaub, kann im Aquarium bleiben, solange bis es weg ist. Es kann dort zerfallen, es verursacht keine chemische Wasserbelastung. Was die grünen Blätter betrifft, ist es allerdings etwas anders. Diese enthalten mehr Zuckerarten, sprich Kohlenhydrate, und sollten somit nur so viel verfüttert werden, wie innerhalb von ein paar Stunden aufgefressen wird. Hier haben wir noch einen Obstbaummix, im Prinzip ähnlich wie der Laubmix.
allerdings nur von Obstbäumen. Hier haben wir zum Beispiel Wildkirschblätter, Apfelblätter, Birnenblätter, Quittenblätter und Zwetschgenblätter. Alle werden von den Krebsen sehr, sehr gerne angenommen. Es ist eigentlich mit die einfachste Fütterung. Gerade die Braunblätter kann man einfach ins Aquarium werfen und man kann sie drin lassen. Und besonders junge Krebse können sich einfach an den Blättern bedienen, so wie sie es brauchen. Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass das Aquarium lückenlos abgedeckt sein sollte, da Krebse gerne mal auf Entdeckungsreise gehen und dabei erstaunliche Kräfte entwickeln können. Es kann also passieren, dass sie eine Aquariumabdeckung einfach nach oben aufdrücken und nach draußen abhauen. Deswegen bitte immer die Aquariumabdeckung entweder abschließen oder beschweren. Das Gleiche ist bei der Aquariumeinrichtung zu beachten, denn Krebse graben sehr gerne und es kann passieren, dass sie sich unter einen Stein durchbuddeln und eventuell fällt etwas um, der Krebs könnte verletzt werden oder das Glas bricht, weil ein Stein umfällt. Deswegen bitte immer darauf achten, dass alles gegen Untergraben gesichert ist. Wasserpflanzen werden von Krebsen gerne gefressen. Allerdings gibt es trotzdem ein paar Arten, auf die man ausweichen kann. Zum Beispiel die Wasserpest oder Hornkraut wächst sehr schnell. Dadurch ist es nicht so schlimm, wenn ein paar Triebe oder Blätter von der Pflanze gefressen werden. Außerdem kann man Froschbiss oder Muschelblumen verwenden. Damit die Tiere wachsen können, müssen sie sich häuten. Das heißt, ein kleiner Krebs häutet sich noch sehr häufig. Dadurch brauchen sie eben auch viele Versteckmöglichkeiten und Höhlen. Kurz vor der Häutung stellt der Krebs meistens die Ernährung ein, um eben die Kraft zu sammeln, damit er sich aus der alten Haut schälen kann. Bei jeder Häutung kann es einmal dazu kommen, dass ein Krebs sich verletzt und ein paar Gliedmaßen verliert. Sollte das passieren, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Bei der nächsten Häutung sind diese Gliedmaßen wieder vorhanden. Das Aquariumwasser sollte sehr sauber und klar sein und es ist wichtig, auf eine gute Belüftung zu achten. In seiner Natur lebt der Krebs in Flüssen, das heißt, es ist eine starke Strömung vorhanden, somit auch ein hoher Sauerstoffgehalt. Das ist sehr wichtig für das Tier. Eine Strömungspumpe ist bei Krebsen nicht notwendig. Wasserwechsel sollte wie bei den meisten Tieren im Aquarium mindestens einmal pro Woche gehandhabt werden. Ein Drittel ist dabei vollkommen ausreichend. Ich habe euch jetzt sehr viele Informationen mitgegeben. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Damit gehen wir dann jetzt zum Haltungscheck über. Die Körperlänge der Krebse beträgt bis zu 20 cm. Sie können in einem Aquarium ab 80 bis 100 Liter gehalten werden. Sie werden 4 bis 8 Jahre alt. Die Verpaarung ist sehr einfach. Das Weibchen trägt die Eier aus, bis die Krebse bereit sind, alleine zu leben. Sie fressen Laub, proteinreiche Kost, Aufwuchs und Pflanzen. Die Zuchtform kommt aus Thailand. Die Wassertemperatur beträgt 18 bis 26 Grad. Der pH-Wert 7 bis 8. Die Gesamthärte ist 25 und die Carbonhärte bis 20 Grad. Als Deko können Holz, Steine, Höhlen und Wurzeln verwendet werden. Der Krebs ist sehr farbenfroh und aktiv, sehr lebhaft und ihr werdet damit sehr viel Spaß haben. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit diesem Video. Wenn es euch gefällt, bitte hinterlasst einen Like und abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.